Die FMEA ist ein klasse Instrument, um Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Risiko bedeutet im Rahmen der FMEA Fehler zu finden und deren Auswirkungen systematisch zu bewerten. Damit hat man am Ende eine mehr oder weniger lange, aber sehr strukturierte Liste und man wird mit der Nase auf das drängendste Problem gestoßen, nämlich dem Fehler mit der höchsten RPZ, der Risikoprioritätszahl. Wem das alles noch böhmische Dörfer sind, keine Angst, wir gehen jetzt im Video Schritt für Schritt die FMEA durch. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Fangen wir mit einer kurzen Einordnung an. Die FMEA ist in vielen Industrien genormt und zum Beispiel im Automobilbau oder der Luft- und Raumfahrttechnik ein so übliches Werkzeug wie ein Hobel für einen Schreiner oder ein Schneebesen für einen Koch. Es macht jedoch Sinn, sich auch als kleines Unternehmen, zum Beispiel aus dem Handwerk, einmal grundsätzlich mit dem Thema Risikomanagement auseinanderzusetzen. Für die Basics habe ich hier eine Playlist erstellt, die Schritt für Schritt die Grundlagen für ein Risikomanagement erklärt. Schauen Sie da ruhig mal mit rein, das hilft allgemein zum Verständnis zum Thema Risikomanagement. Die FMEA ist also nichts anderes als eine strukturierte Vorgehensweise, um technische Fehler oder Risiken aufzudecken und zu bewerten. Nicht-technische Risiken werden streng genommen nicht von der FMEA erfasst, machen aber aus meiner Sicht durchaus auch Sinn, sich das mit anzuschauen. Es spricht absolut nichts dagegen, auch die nicht-technischen Risiken, zum Beispiel finanzielle Risiken oder zeitliche Risiken, entsprechend zu bewerten. Die Bewertung mündet in einem Punktwert zwischen 1 und 1000. Dieser Punktwert heißt bis 2019 Risikoprioritätszahl oder kurz RPZ. Und seit 2019 spricht man von der Aufgabenpriorität oder kurz AP. Aber in vielen Büchern und Online-Quellen finden Sie noch die alten Bezeichnungen, weil sie einfach über die Jahrzehnte hinweg eingebürgert haben. Je höher der AP-Wert ist, desto dringlicher ist der Handlungsbedarf, an dem Risiko entsprechend zu arbeiten. Die FMEA ist eine Abkürzung und das bedeutet ausgeschrieben Fehler-, Möglichkeits- und Einflussanalyse. Die zweite Disziplin neben dem Risikomanagement ist das Qualitätsmanagement, das sich intensiv mit der FMEA beschäftigt und diese regelmäßig einsetzt. Sollten Sie mit dem Gedanken an eine ISO 9001-Zertifizierung denken, dann ist der routinierte Umgang mit der FMEA ebenfalls eine ganz dringende Empfehlung. Welche Arten von FMEAs gibt es eigentlich? Nach überwiegender Ansicht gibt es drei Arten der FMEA. Die System-FMEA, die Konstruktions-FMEA und die Prozess-FMEA. Wobei die System-FMEA und die Konstruktions-FMEA sehr oft als Produkt-FMEA zusammengefasst werden. Und der Begriff Produkt-FMEA ist mittlerweile auch schon wieder eine veraltete Bezeichnung. Seit 2019 spricht man von der Design-FMEA. Es gibt Autoren, die noch eine Software-FMEA oder eine Maschinen-FMEA unterscheiden, aber die zentrale Vorgehensweise ist hier eher so wie bei der Design-FMEA, macht also keinen großen Unterschied in der Vorgehensweise. Ich gehe bei diesem Video jetzt hier von zwei Arten aus, nämlich der Design-FMEA und der Prozess-FMEA. Und folge damit der überwiegenden Ansicht, die sich seit der Überarbeitung 2019 herrscht. Seit 2019 gibt es 7 festgelegte Schritte zur Erstellung einer Design-FMEA oder einer Prozess-FMEA. Das sind die Planung und Vorbereitung, die Strukturanalyse, die Funktionsanalyse, die Fehleranalyse, die Risikoanalyse, die Optimierung und die Ergebnisdokumentation. Ich werde also im weiteren Verlauf dieses Videos nicht alle Schritte so detailliert durchgehen, wie es in der Automobilindustrie erforderlich ist. Denn wie eingangs gesagt, in diesen Industriezweigen ist das völlig normal. Es gibt ganz spezielle Schulungen dafür, für die Mitarbeiter das entsprechend anzuwenden. Die gehen sehr, sehr viel mehr in die Tiefe und dauern auch deutlich länger, als es ein Video das hier leisten könnte. Ich möchte hier die Systematik der FMEA für kleinere Unternehmen vorstellen und mit ein bisschen Pragmatik das eine oder andere Detail vielleicht auch weglassen, damit es einfach für kleine Firmen außerhalb von Automotive wirklich handhabbar bleibt. Bei der Design-FMEA analysieren wir ein Produkt, also in der Regel ein körperliches Produkt wie ein Auto oder ein Fahrrad. Es geht darum, ob es so funktioniert, wie es soll oder ob es durch technische Fehlfunktionen zu Problemen oder Schäden kommt. Ein Beispiel ist, die Bremsen eines Autos versagen oder eine Lampe ist schlecht isoliert und Sie bekommen einen Stromschlag. Bei der Prozess-FMEA geht es um die Herstellung von Produkten und ob Fehler im Herstellprozess zu Schäden führen. Zum Beispiel eine Spirituose wird falsch gemischt und hat einen anderen Alkoholgehalt, als es in der Beschreibung bzw. auf dem Etikett draufsteht.
oder durch Verunreinigung sind Keime oder Splitter in Nahrungsmitteln. Wichtig ist also die Unterscheidung, die Design-FMEA analysiert die Funktion eines Produktes, die Prozess-FMEA die Herstellung eines Produktes. Als erstes sollte man sich darüber im Klaren werden, was der Betrachtungsobjekt der FMEA wirklich sein soll. Also egal bei welcher der beiden FMEAs. Wo beginnt die Analyse und wo hört sie auf? Speziell in verketteten Industrien mit starker Zulieferindustrie ganzer Baugruppen ist das natürlich enorm wichtig. Ein Auto kann in Baugruppen zerlegt werden, also Motor, Getriebe, Karosserie, Bremssystem und viele weitere solche großen Komponenten. Und diese Baugruppen können wiederum zerlegt werden in Motorgehäuse, Turbolader, Zylinder und ähnliches. Bei der Design-FMEA wird vom Ausgangsprodukt angefangen zerlegt, bis man auf die Einzelteile kommt. Und bei der Prozess-FMEA wird ein Prozess ebenfalls in seine Teilschritte zerlegt, bis man die einzelnen Funktionen bekommt. Zum Beispiel bei einer Blechstanze ist das zum Beispiel das Beladen der Maschine, der Stanzvorgang und das Entladen der Maschine. Zusätzlich der Schritt des Rüstens der Maschine, und da haben wir auch gleich ein prima Beispiel. Soll das Rüsten Teil der Prozess-FMEA sein oder nur der eigentliche Produktionsprozess? Jetzt übertragen wir das Ganze mal, weil es sehr abstrakt ist, auf einen Handwerksbetrieb. Nehmen wir mal eine Bäckerei. Wir wählen für die Design-FMEA ein Produkt. Nicht das Brötchen Sonnenschein, sondern die Brotsorte Leckerschmecker. Sie hat die Funktion glutenfrei. Jetzt kann man einen Laib Brot natürlich nicht auf den allerersten Blick in Baugruppen zerlegen. Aber wir haben den gebackenen Laib Brot als solchen und vielleicht ein Topping obendrauf, wie Mohn- oder Sonnenblumensamen. Oder der Laib Brot ist mit Mehl bestäubt. Und schon hätten wir im Fall des Mehltoppings zwei Arten, bei denen sich Gluten einschleichen könnte, das zum Risiko der Unverträglichkeit führt. Der eigentliche Laib Brot und das Topping. Der Laib Brot kann natürlich auch in Baugruppen aufteilen, wie den Teig, den Vorteig und den Sauerteigstarter. Für die Prozess-FMEA-Herstellung der Brotsorte Leckerschmecker zerlegen wir den Kernprozess in die Teilschritte. Sauerteig vorbereiten, Zutaten mischen, Teig ruhen und falten, formen, backen, abkühlen und verpacken, Qualität kontrollieren und verkaufen. Den Prozessschritt Backen könnt ihr mal jetzt wiederum zerlegen in die Teilschritte Ofen vorbereiten hinsichtlich der Temperatur und Luftfeuchte sowie einen Teilschritt Einschießen und Backen. Das Zerlegen finden wir also auch bei den FMEA-Typen und ist nicht nur bei der Automobilherstellung anwendbar, sondern zum Beispiel eben auch für Bäcker oder Metzger, wie mein Beispiel gerade gezeigt hat. Und die Festlegung auf den Betrachtungsbereich finden wir ebenfalls bei Bäckern und Metzgern. Soll der Bezug des Halbzeugs, also gemahlenes Mehl oder vorzerlegtes Fleisch, in die Betrachtung ihrer FMEA mit aufgenommen werden oder eben nicht? Das muss man halt entscheiden. Der nächste Schritt ist, sich zu überlegen, was sind mögliche Fehler und die Folgen dieser Fehler. Und hier wiederum zwei Beispiele für eine Bäckerei. Glutenverunreinigungen können wir bei als glutenfrei verkaufter Ware zu Unverträglichkeiten bei den Kunden führen bis hin zu echten Gesundheitseinschränkungen. Falsche Backparameter wie Temperatur oder Feuchte in der Herstellung kann zu Qualitätsmängeln führen, die das Kundenerlebnis trüben oder schlicht zu Ausschuss, weil die Ware unverkäuflich ist, führen. Jetzt bewertet man diese Fehler und die Fehlerfolgen und bildet das die Aufgabenpriorität. Die Aufgabenpriorität, früher Risikoprioritätszahl genannt, berechnet sich aus der Multiplikation der drei Faktoren B, der Bedeutung oder Auswirkung für den Kunden, A, der Auftretenswahrscheinlichkeit und E, der Entdeckungswahrscheinlichkeit des Fehlers vor Auflieferung an den Kunden. Und diese drei Faktoren bewertet man jeweils mit einer Zahl von 1 bis 10. Und damit wird es auch klar, warum die Aufgabenpriorität einen Wert zwischen 1 und 1000 annehmen kann. Nämlich 1 mal 1 mal 1 ist 1 und 10 mal 10 mal 10 gibt 1000. Bei der Bedeutung für den Kunden, also dem ersten Faktor, steht die 1 für kaum wahrnehmbar und die 10 für äußerst schwerwiegende Auswirkungen. Wenn auf einem Brotlaib 2 Sonnenblumenkerne weniger als Topping drauf sind, als es sein sollte, dann wird es kaum jemand wahrnehmen. Wenn aber Splitter im Teig verbacken sind und das niemand mitbekommt, besteht die Gefahr ernsthafter Gesundheitsschäden beim Konsumenten. Das wäre vermutlich für einen Bäcker eine 9 oder 10 in der Bewertung. Bei der Wahrscheinlichkeit des Auftretens steht die 1 für unwahrscheinlich und die 10 für hoch. Was jetzt unwahrscheinlich ist und was hoch ist, ist oft schwer zu bewerten, auch und einzuschätzen. Deswegen
habe ich den Vorschlag zur Eintrittswahrscheinlichkeit auf meinem Blog dargestellt. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. Schauen Sie mal mit rein, da ist das mit der Eintrittswahrscheinlichkeit ein bisschen mehr und tiefergehend noch erläutert. Jetzt fehlt noch die Entdeckungswahrscheinlichkeit des Fehlers vor der Auslieferung an den Kunden zwischen 1 hoch und 10 unwahrscheinlich. Wenn der Laib Brot nicht durchgebacken ist, wird das vermutlich an der Farbe sehen und an der Größe und an der Druckelastizität, wenn man das entsprechend prüft, wird man es wahrscheinlich merken. Spätestens bei einem Schnitt durch einen Testleib fällt das auf. Glutenspuren durch verunreinigtes Mehl bei einem als glutenfrei verkauften Brot merken Sie nicht so ohne weiteres. Und hier ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit entsprechend niedrig, die Zahl zur Bewertung also entsprechend hoch. Sie erhalten also durch die FMEA eine Liste Ihrer Risiken mit unterschiedlichen AP-Werten. Diese sortieren Sie jetzt absteigend mit dem höchsten Wert beginnend. Und das ist jetzt Ihr Top-Risiko, um das Sie sich umgehend kümmern sollten. Und damit sind Sie bei der typischen Risikobehandlung, wie wir das aus dem Risikomanagement her herauskennen. Zur Risikobehandlung und den 4 Handlungsoptionen finden Sie hier auch nochmal ein ausführliches Video. Jetzt habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für Sie. Wie beim Risikomanagement auch ändert sich durch die FMEA erstmal überhaupt nichts. Sie bekommen lediglich einen Überblick und einen Handlungsvorschlag, um was Sie sich als erstes kümmern sollten. Es ändert sich nämlich nur dann was, wenn Sie Maßnahmen im Rahmen der Risikobehandlung ergreifen und diese im Rahmen der Risikoüberwachung auch auf Ihre Wirksamkeit hin überprüfen. Risikomanagement lebt vom Handeln und nicht vom Dokumentieren. Das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, insbesondere wenn Sie mal an einen Auditor geraten sollten, für den Dokumentation ganz, ganz besonders wichtig ist und der dabei vielleicht auch über das Ziel hinausschießt. Kommen Sie ins Handeln und managen Sie aktiv Ihre Risiken. Das ist der Schritt, damit es besser wird. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.